Wir starten mit dem sogenannten direkten Beweis. Die Idee ist, dass man von bekannten und vorausgesetzten Sachverhalten ausgeht und dann aus einer Kette von logischen Schlüssen die zu beweisende Aussage folgert. Wichtig, dabei dürfen keine anderen nicht bekannten oder belegten Sachverhalte außer dem zu Beginn genannten genutzt werden. Wir erinnern uns an die Geometrie. Der Satz von Pythagoras besagt, bei allen rechtwinkligen Dreiecken mit Hypotenuse C und den Kathetenlängen a und b gilt a² plus b² gleich c². Bei einem direkten Beweis beginnen wir also mit der Voraussetzung, das rechtwinklige Dreieck mit den gegebenen Seitenlängen und dürfen dann nur aus diesen beiden Voraussetzungen die Aussage beweisen. Wir führen jetzt zusammen einen solchen direkten Beweis, und zwar einem bekannten historischen Beispiel aus der Algebra, nämlich dem kleinen Satz von Gauß. Der Satz besagt, für alle natürlichen Zahlen n gilt, die Summe dieser ersten n natürlichen Zahlen ergibt gerade n halbe mal n plus 1. Sie starten jetzt erstmal mit einer vertrauensbildenden Maßnahme und setzen bitte mal ein paar Zahlen in die Gleichung ein. Ziel ist, dass Sie sich mit der Struktur der Gleichung vertraut machen und wissen, wie diese aufgebaut ist. Außerdem sollen Sie zumindest beispielhaft von der Gültigkeit überzeugt sein, auch wenn wir wissen, dass das alleine noch nicht als Beweis ausreicht. Diese vertrauensbildende Maßnahme, die Sie gerade gemacht haben, ist übrigens ein Tipp, den ich Ihnen für alle weiteren Beweise in diesem Semester mit auf den Weg gebe. Bevor Sie etwas formal aufschreiben oder mit mir etwas formal durchdenken, machen Sie sich die Aussage jeweils an einem Beispiel klar. Wir werden jetzt die Aussage mit einem direkten Beweis nachweisen. Wir haben praktisch keine Voraussetzung. Wir wissen nur, dass n eine natürliche Zahl ist und daraus sollen wir zeigen, dass die Gleichung, die hier abgebildet ist, stimmt. Wir werden jetzt auf der rechten Seite starten und dann durch Termumformungen die linke Seite herleiten. Ich mache das direkt in der formalen Darstellung, empfehle Ihnen aber, wenn Sie mit dieser noch Mühe haben, jeweils an einem konkreten Zahlenbeispiel meine Umformungen nachzuvollziehen. Also. Die rechte Seite besagt, dass wir die Summe der ersten n natürlichen Zahlen bilden. Ich schreibe jetzt ein paar mehr Summanden auf, als Sie es hier in der obigen Gleichung sehen. Summieren mal bis 4. Und die letzten 4 Summanden wären dann demzufolge n minus 3, n minus 2, n minus 1 und n. Und jetzt wollen wir diesen Term so umformen, dass am Ende n halbe plus n mal n plus 1 dasteht. Dafür braucht es jetzt irgendeine geniale oder gute Erkenntnis. Und der kleine Gauß, noch zu Schulzeiten, sagt man, soll die folgende Erkenntnis gehabt haben. Bei einer Summe spielt es überhaupt keine Rolle, in welcher Reihenfolge ich die Zahlen aufsummiere. Ich kann das natürlich chronologisch genau so machen, wie es hier steht. Ich kann aber auch eine beliebige andere Reihenfolge wählen. Und wenn ich das besonders geschickt mache, dann erkenne ich ein bestimmtes Muster. Und zwar summieren wir jetzt mal als erstes die erste und die letzte Zahl und erhalten als Summe n plus 1. Wenn wir jetzt die zweite und die vorletzte Zahl summieren, erhalten wir, schreiben wir es gleich nochmal ausführlich hin, 2 plus n minus 1, das ist aber auch gerade n plus 1. Und wenn Sie das Ganze jetzt weiterführen, werden Sie feststellen, gleiches gilt auch für die dritte und die drittletzte Zahl und so weiter und so fort. Wir halten also nochmal fest. Der erste und der letzte, der zweite und der vorletzte, der dritte und der vorvorletzte, Summand und so weiter ergeben immer jeweils den gleichen Wert und gerade n plus 1. Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie viele solcher Päckchen können wir auf diese Weise erzeugen? An dieser Stelle müssen wir eine kleine Fallunterscheidung machen.
Falls n eine gerade Zahl ist, ist das relativ übersichtlich. In diesem Fall kann ich nämlich alle Zahlen in solche Päckchen zusammenpacken. Keine Zahl bleibt übrig. Und ich habe am Ende genau n halbe Päckchen. Die Summe, die wir erhalten, von 1 bis n, ergibt dann die Anzahl an Päckchen, die ich habe, mal den Wert, den jedes Päckchen annimmt. Und das ist genau n halbe mal n plus 1. Und genau das wollten wir zeigen. Nicht ganz so einfach ist der zweite Fall, nämlich dann, wenn n eine ungerade Zahl ist, dann können wir nämlich die Zahlen nicht gleichmäßig jeweils in Zweierpäckchen zusammenpacken. Eine Zahl wird übrig bleiben und genau die Zahl nimmt. In diesem Fall erhalten wir dann also nicht n halbe Päckchen, sondern wir erhalten nur n minus 1 halbe Päckchen. Und zwar nehmen wir die Zahl genau in der Mitte aus der Reaktion. Und für jede Zahl links gibt es einen Gegenspieler rechts. Ja? Also wir haben n minus 1 Zahlen, die wir jeweils in zwei Päckchen zusammenpacken. Hinzu kommt dann noch eine einzelne Zahl. Und diese einzelne Zahl liegt genau in der Mitte zwischen 1 und n. Das heißt, sie hat die Größe n plus 1. Wenn wir jetzt also die Summe von 1 bis n ausrechnen wollen, machen wir aber genau das gleiche wie vorhin. Wir nehmen die Anzahl an Päckchen, die wir haben. Das sind in dem Fall n minus 1 halbe und multiplizieren das jeweils mit der Größe dieser Päckchen. Daran hat sich im Vergleich zu unserem ersten Fall, mit dem wir eine gerade Anzahl haben, nichts geändert. Wir müssen aber zum Schluss noch diese mittlere Zahl, die keinem Päckchen zugehört, noch dazu addieren. So, und jetzt müssen wir das, was wir hier aufgestellt haben, einfach noch geschickt durch Termumformungen vereinfachen, um zu zeigen, dass das, was da steht, gerade n halbe mal n plus 1 ist. Wer möchte, kann das für sich kurz selber nachrechnen. Wer das nicht möchte, mache dies gemeinsam mit mir. Jetzt wird es folgendermaßen vorgehen, um relativ schnell auch unser Ziel zu erhalten. Ich würde den vorderen Term umschreiben als n halbe minus 1 halbe mal n plus 1 und würde hinten das Ganze umschreiben zu 1 halbe mal n plus 1. Wenn ich dann jetzt noch einmal das Distributivgesetz anwende, erhalte ich n halbe mal n plus 1, genau das, was wir haben wollen. Minus 1 halb mal n plus 1 minus 1 halb mal n plus 1. Und wir sehen, dass die hinteren beiden Summanden wegkürzen und genau das stehen bleibt, was wir erhalten wollten. Sie können aber natürlich auch durch andere Termumformungen genau zu diesem gleichen Ergebnis gekommen sein. Wenn Sie sich den Beweis im Skript anschauen, werden Sie sehen, dass ich dort eine etwas andere Variante gewählt habe, bei der es keine Fallunterscheidung bedarf. Die Grundidee des Beweises läuft aber auf dieselbe Idee der Päckchen hinaus, die Sie auch hier sehen.